Hi, Gude da draußen und herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem Video zu Marvel Puzzle Quest. Ich habe ja vor 2 Jahren schon mal ein Video gemacht, da habe ich euch das Spiel näher gebracht und eigentlich wollte ich dann noch so Videos mit Strategien und Tipps und Tricks und so machen. Ist dann irgendwie, es ist dann in der Versenkung verschwunden. Ich habe mich dann um andere Sachen gekümmert, aber jetzt wird es Zeit, dass ich mal wieder ein Video mache. Denn ich spiele das Spiel immer noch und ich kann euch auch ganz genau sagen, wie lange schon. 1666 Tage. Wow, das sind schon ein paar Jährchen, wo ich dieses Spiel jetzt spiele. Und ich glaube, dieses Spiel spiele ich am längsten in meiner kompletten Gamer-Karriere. Habe ich eigentlich eine Gamer-Karriere? Ich habe keine Gamer-Karriere. Ich bin einfach nur ein Gamer, der gerne dieses Spiel spielt. Meistens so vom Schlafen gehen, dann mache ich hier die Daily Quests von Deadpool. Aber mittlerweile spiele ich auch ganz gerne hier den PvP-Modus, wo man gegen andere spielt. Ja, oder wenn hier so Sonderevents sind, wie zum Beispiel das hier ist jetzt ganz neu von diesem Onslaught. Da mache ich eigentlich auch ganz gerne mit, weil es dann auch immer gute Belohnungen für gibt. Ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel immer noch ganz gerne, auch mal einfach so zur Entspannung, wenn ich mal ein bisschen hier runterkommen muss oder so, dann ist das immer noch mein Spiel der ersten Wahl. Und jetzt habe ich in den letzten Monaten hier diese Tokens angesammelt. Und da möchte ich mit euch heute mal ein paar auspacken, denn da sind schon ganz schön viele. Also ich habe alleine hier von den Elite-Tokens 422 Stück. Es ging auch recht schnell, ich weiß gar nicht, seit wann sammle ich die denn jetzt? 2-3 Monate vielleicht? Ja, und dann hier heroische nochmal 150 und da nochmal 18er Packs, auch nochmal 80 Stück. Dann von den Mighties habe ich nochmal 89 und von den legendären 66. Und hier kann ich euch gleich eine Neuerung zeigen, die es gibt. Und zwar habt ihr es vielleicht mitbekommen, es gab ja die Diskussion wegen Lootboxen und Glücksspiel und Pipapo. Und in einigen Ländern wurden da entsprechende Gesetze erlassen, die sagen, dass der Spieler, der also jetzt hier so eine Lootbox öffnet, der muss die Möglichkeit haben, vorher reinschauen zu können, welche Gewinnchancen es gibt. Und hier gibt es jetzt diesen Button, da kann man draufklicken und dann sehen wir, was in diesen Covern hier drin sein kann, also was man bekommen kann. Eins davon bekommt man auf jeden Fall, also man geht auf keinen Fall leer aus, aber man kann sich das auch hier vorher angucken und man bekommt auch hier oben, hier zumindest, da steht eine Gewinnchance, nämlich eine 1:7 Gewinnchance, dass man hier von diesen 5-Sterne-Covern eins bekommt. Das sind jetzt auch übrigens irgendwie die neuesten, die es gibt, die jetzt ins Spiel neu hinzugekommen sind. Der Apocalypse, da habe ich immer Probleme, den Namen auszusprechen, eine neue Hulk-Version und Yelena Belova. Ich glaube, dass das die neue Black Widow wird, denn die ursprüngliche hieß ja Romanov, ne? Und ich glaube, das wird die neue, wenn ich das so richtig verstanden habe. Aber ich bin nicht ganz so tief drin momentan in den ganzen Comic-Gedöns. Hier unten haben wir auch nochmal ein Black Widow-Cover. Aber so glaube ich, ist das, glaube ich, dass das die Nachfolgerin wird von ihr, von der ursprünglichen Black Widow. Ja, das ist wie gesagt eine Neuerung. Eine weitere Neuerung, die es gibt, das sind hier oben diese Dinger hier. Das sind nämlich so nochmal extra Punkte, die man sammeln kann. Und man, ihr seht, es gibt hier so eine Leiste. Hier habe ich 45 von 400 und hier, den habe ich schon voll. Den habe ich schon mit über 400 von diesen Punkten voll. Und ich kann jetzt auf ihn, auf das Cover von ihm gehen und kann ihn damit entweder ein Level höher bringen oder ich kann sogar eine von seinen Superkräften aktivieren. Wir können ja gerade mal gucken. Ach, hier rein muss ich, genau, hier. Hier habe ich meine ganzen Sohn. Er war ein 4-Sterne, der 4-Sterne-Punisher, und zwar... Noch ein, da, er ist es, glaube ich, genau, er ist das. So, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, mit diesen Punkten entweder hier eine von seinen Superkräften zu erhöhen, was mir natürlich jetzt erstmal in dem Fall auch was bringt, weil man bringt die ja nach oben und wenn man die voll hat, kann man ja dann hier das leveln. Und hätte ich ihn voll, könnte ich auch diese Punkte hier in ein neues Level reinhauen. Aber ich hau jetzt hier Punkte rein und zwar mache ich mal hier den gnadenlosen Angriff, den mache ich mal höher. Also da habe ich jetzt die Möglichkeit, hier entweder brauche ich ein Cover oder hier von diesen Kommandopunkten, die ich aber jetzt hier nicht ausgeben will, sondern 400 von diesen gesammelten Punkten, die habe ich jetzt hier rein, zack. Yes, und damit habe ich jetzt hier den gnadenlosen Angriff erhöht und habe jetzt hier 5, 3, 3,
und kommen dem Ziel näher, ihn praktisch immer weiter hoch zu leveln. Genau dafür sind die Sachen da. Das ist eine coole Neuerung, die gibt's noch nicht so lange, ist auf jeden Fall sehr nice. Was auch neu ist, ist das hier, dass man jetzt hier seine Cover nach Stern sortieren kann, damit man die schneller findet. Ne? Aber ich soll euch ja jetzt hier nicht irgendwie Sachen zeigen, die neu im Spiel sind, sondern wir wollen ja hier die Token auspacken. Und das machen wir jetzt. So, und zwar fangen wir heute mal hier mit den Elite-Tokens an. 422 Stück sind das. Und auch hier gibt es eine Neuerung, nämlich, ihr seht es schon hier, kann man 50 Cover auf einmal auspacken. Das ist schon ziemlich cool, weil bei 422 würde ich ja ewig brauchen, wenn ich jedes Mal einen so ein Cover hier anklicke. Bam, nochmal klicken, zack. Und ihr seht, auch hier gibt es diese Punkte dazu. So, und dann müsste ich das nächste anklicken, zack. Boah, es würde ewig dauern. Deswegen gibt es jetzt diesen geilen Button, der sagt 50 Stück auf einmal. Das machen wir jetzt. Jetzt machen wir hier, zack, 50 Stück. Los geht's. Und jetzt gibt es hier diesen Button. Und jetzt geht's ratzfatz. Bam. Ja, nice. Das sieht doch schon mal ordentlich aus. Also ich werde einige von den 2-Sterne-Charakteren auf jeden Fall auf Maximum hochleveln können, wenn ich das hier so sehe. Mit den 2-Sterne-Charakteren, das werde ich euch gleich zeigen, da kann man sich auch gut diese Hero Points verdienen. Das sind diese goldenen Münzen, womit man sich neue Plätze freikaufen kann, um wieder ein neues Cover praktisch dann benutzen zu können, um einen weiteren Helden dann zu haben. Und wow, das ist schon hier, 50 Stück ist schon ordentlich, ne? So, und jetzt kommen hier, guckt mal hier, jede Menge von diesen Punkten. Überall kann ich jetzt hier, wo ich volle Punktzahl habe, kann ich dann auch wieder was hochleveln. Das heißt, es lohnt sich richtig mittlerweile. Ich habe ja in diesem kompletten Spiel irgendwie, wenn es hochkommt, vielleicht, lass es mal 15 Euro gewesen sein, ausgegeben, um mir hier diese Hero Points, ne, diese goldenen hier zu kaufen, damit ich mir einen neuen Platz für einen Helden freischalten kann. Und ansonsten habe ich da kein Geld reingesteckt, sondern spiele das alles jetzt hier über diese Cover frei. Und das ist schon enorm. So, machen wir mal das nächste auf hier. Und weiter geht's. Ja, also ich muss sagen, das Spiel ist wirklich fair gestaltet. Das ist absolut null Pay to Win. Und ich glaube, deswegen bin ich auch so lange bei dem Spiel dran geblieben, weil es einfach Spaß macht zu spielen, wirklich auch Belohnungen zu bekommen, die dir auch weiterhelfen und nicht dieses, du bist gezwungen jetzt irgendwie zu pausieren und musst jetzt Geld reinstecken. Natürlich hast du auch hier so eine Spielschranke drin, dass du nicht den ganzen Tag irgendwie mit dem Spiel verbringst. Also du hast immer so 10 Medipacks frei, das heißt, du kannst also 10 Charaktere, wenn du mit denen gespielt hast, wieder aufleveln, dass die wieder Power haben. Und wenn das dann vorbei ist, musst du halt warten, bis die Medipacks wieder aufgelevelt sind. Aber es ist wirklich verdammt fair. Und ja, ich denke, deswegen ist das Spiel, glaube ich, auch generell sehr beliebt. Also es hat auch sehr gute Punktzahlen und ich habe ein paar Leute ja schon auf das Spiel auch praktisch draufgehoben, die jetzt danach süchtig sind und das spielen. Die sind auch hier in der Allianz bei mir mit drin. Da habe ich jetzt eine Allianz. Damals, als ich das Video vor 2 Jahren gemacht hatte, hatte ich in der Allianz gerade mal 3 Leute drin. Da habe ich gesagt, kommt rein in die Allianz, wir haben noch Platz. Und dann ist erstmal ganz lange wenig passiert. Und dann auf einmal, von einem Tag auf den anderen, batz, war die Allianz voll. Und jetzt wechseln da immer mal Leute, gehen mal raus und kommen wieder neue rein. Aber es gibt auch so einen harten Kern, der da jetzt schon sehr lange drin ist. Und es lohnt sich, in der Allianz zu gehen, weil auch das bringt Zusatzpunkte. Das ist also richtig nice. So, jetzt haben wir immer noch 270. Wow, das ist echt, wenn ich das jetzt alles hier einzeln geklickt hätte, ich wäre ja durchgedreht. Ah. Auf jeden Fall hier der Hawkeye zum Beispiel gerade oder der Thor oder hier die Captain Marvel, das sind alles diese 2-Sterne-Charakter. Die werde ich wahrscheinlich jetzt einmal komplett hochleveln können.
Und wenn ich das habe, dann mache ich nämlich Folgendes. Man kann diese Charakter auch wieder verkaufen, um wieder Platz zu machen. Aber man bekommt da jetzt nicht nur irgendwas, sondern man bekommt auch diese goldenen Hero Points, die man braucht, um sich einen neuen Platz freizuschalten. Und deswegen lohnt es sich, diese 2-Sterne-Charakter immer mal wieder zu verkaufen und wieder neu von vorn anzufangen, die hochzuleveln. Immer noch 220. Komm, wir machen noch einen auf und dann schauen wir mal, was ich alles hier auf Maximum bringen kann. Da auch die Storm zum Beispiel, der Magneto, der Ares hier, die Moonstone, das sind alles so Charaktere, da bekommt man halt immer sehr viele von diesen Covern. Und wenn man die halt dann irgendwann bis Maximum hochgelevelt hat, bekommt man 125 Hero Points, wenn man sie verkauft, plus glaube ich nochmal die ISO. Das sind diese lila Kristalle, die man auch nochmal braucht, um beim Hochleveln sich das freizuschalten. Und insofern lohnt sich das halt, diese Sachen dann auch zu benutzen. Natürlich kann man die auch so verkaufen, die Cover, aber wenn man einen Charakter hat, der halt komplett hochgelevelt ist, dann bringt einem das halt richtig was. So, das zeige ich euch jetzt gerade mal. Jetzt gehen wir mal hier. Hier habe ich jetzt 254 Cover drin, die ich jetzt alle benutzen kann. So, und ihr seht, überall steht hier Level hinzufügen, trainieren, ne? Also wenn eine Kraft trainiert wird, dann machen wir das gerade mal hier bei dem Tor, zack. Und jetzt auch hier eine gute Neuerung, dass er mir direkt hier anzeigt, hey, du hast noch ein grünes, möchtest du das direkt hier reinballern? Ja, das will ich. Und zack, bam. So, dann gucken wir mal hier bei dem Gelb können wir, glaube ich, auch noch was machen. Jawohl, sind wir auf Maximum mit 5. Und hier können wir auch auf die 5 gehen. Zack. So, und jetzt habe ich ihn hier auf 13 von 13 bei seinen Superkräften. Ne? Also, jetzt habe ich die Möglichkeit, ihn auf maximales Level zu heben, indem ich nämlich hier Level Up und das jetzt mit den Kristallen kaufe. Zack. Auf Level 94 und jetzt kann ich ihn nochmal befördern mit 5000 von den Iso-Kristallen auf Champion. So, und jetzt kann ich ihn aufleveln, wenn ich wieder Cover habe. Ne? Und dann kann ich ihn auf Maximum bringen. Ich glaube, das Maximum sind 240, 50 oder so. Wow, guck mal hier, zack, zack, zack. Jedes Mal gibt's Belohnungen, Belohnungen, Belohnungen. Jawoll! So, jetzt habe ich ihn von 99 waren wir gerade auf 108 hochgelevelt. Fantastisch. Machen wir mal hier weiter. Sieh hier. Zack. Ah ja, 144 ist bei den 2-Sterne-Charakteren des Champion Maximum. Jetzt kann ich hingehen. Ich mache. So, jetzt ist sie nämlich hier auf das Maximum. Ja. Und jetzt kann ich sagen, ich will sie verkaufen, damit ihr Platz wieder frei wird. Und dann bekomme ich nämlich hier 65.000 von den ISOs und 125 von den Hero Points. Jetzt verkaufe ich sie. Zack. Jetzt habe ich wieder einen Platz frei. Und jetzt hole ich sie mir direkt wieder. Ja, und wenn sie wieder voll ist, dann verkaufe ich sie wieder, fange wieder von vorne an. Und so kann man sich hier praktisch Hero Points verdienen. Das ist eine ganz coole Strategie. So, gucken wir mal hier. Er hat auch hier. Wow. Und direkt voll. Zack. Und da habe ich auch einen, das heißt, ich kann ihn auch verkaufen hier. Damit, zack, belegen und direkt wieder rekrutieren. Ja, ihr seht, das hat sich einiges getan in den 2 Jahren, wie man jetzt hier hochleveln kann, was man noch machen kann, um seine Charaktere noch powervoller zu machen fürs Spiel. Da geht also einiges. Und auch hier gibt es wieder Heldenpunkte, wenn man hier bestimmtes Level erreicht. Also das ist jede Menge Belohnungen.
Ich würde sagen, das reicht ja erstmal hier für den Überblick. Und in dem nächsten Video werden wir uns dann um die anderen Tokens kümmern, wo dann die 4-Sterne- und 5-Sterne-Charakter rauskommen. Denn da wird es, glaube ich, nochmal richtig spannend. Gut, ich habe euch, glaube ich, jetzt erstmal einen guten Überblick gegeben über ein paar Neuerungen und über eine Strategie, wie man sich hier praktisch Hero Points verdienen kann. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da oder so. Wir sehen uns dann wieder in einem neuen Video, vielleicht zum Marvel Puzzle Quest oder zu was anderem. Macht's gut, bis dahin, euer Grille. Ciao.